Das ist gerade genug, oder? Zack. Drauf. Nicht zu sein, ne? Sonst haben wir ein Problem. Sonst können wir nochmal bohren. Hier, und da halten wir mal fest. Froschgeld ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir weiter mit unserem Turbo-Kompressor-Projekt. Heute werden wir die Ölleitung machen. Wird auch sehr interessant. Mal schauen, wo wir das herholen, weil wir ja schon für den Kompressor eine Ölleitung genommen haben. Rücklauf ist überhaupt kein Problem. Ah, der ist ein bisschen schräg. Hier seht ihr ja mal jede Menge Platz. Ist das Alu oder ist das... Nee, das ist Alu. Das heißt, Motor kommt wieder runter. Dann werden wir die Ölwanne abnehmen. Da müssen wir sehen, der kann so oft runterfahren, wie du willst. Diese Techboard-Lampe ist so geil. Ich weiß nicht, wie oft die runterfällt. Das Ding geht nicht kaputt. Das steckt schon. Wir brauchen 10er, Verlängerung und dann machen wir erstmal die 100.000 Schrauben ab. Alles klar. So sieht das schöne Ding aus. Hier werden wir unseren Rücklauf reinmachen. Also 300.000, ja? Ich glaube, das ist noch die erste Dichtung. Jetzt werden wir den Kompressor komplett rausholen. Das ist unser Rücklauf für den Kompressor. Der braucht ja auch Rücklauf, der ist ja auch Öl geschmiert. Ja. Und der ist natürlich hier super gelöst, klar. So. So sieht ein Kompressor mit Halterung aus. Und jetzt sehen wir schon unsere beiden Ölleitungen. Jetzt einmal da hinten, das und einmal das. Hier haben wir den Öldruckschalter, den hatten wir ja damals schon verlängert gehabt. Jetzt habe ich so eine Verlängerung. Nee, das klappt nicht. Schade, 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 schade. Siehst du, was ich meine? Dann hätten wir den hier rein und dann da raus. Das geht nicht. Jetzt nur überlegen, was könnte ich da machen? Ich gucke mal, ob ich irgendwas finde. Jetzt müssen wir den hier reinkriegen. Und das wird nicht so leicht. Müssen wir ganz kurz abflexen. So, Ivo, ja. Du siehst unsere Anschlüsse für den Rücklauf. Ne? Das heißt, die beiden brauchen wir. Und den brauchen wir. Nee. Das müssen wir auch noch. Das heißt so. Das hier machen wir, weil wenn du jetzt hier reinschaust, wollen wir das Ganze natürlich hier drin haben. Das heißt, wir werden die Stelle hier wegflexen, schön gerade machen. Und dann kommt das jetzt so drauf. Ja, Alu, den wir mit verschweißen, den machen wir hier drauf. Den Rücklauf immer noch und dann kommt der von hier so rein, von oben, so, hier ist die Ölwanne und dann sitzt der ungefähr so. Perfekt, ja. Passt. Ne? Rücklauf haben wir schon mal dann erledigt, also theoretisch haben wir es erledigt. Also im Kopf haben wir es schon erledigt, aber in der Praxis sieht es immer anders aus. Hier haben wir echt ein Problem. Wir können nirgendwo Öl nehmen. Jetzt habe ich mir so überlegt, der geht hier zum Kompressor und hier werden wir ein T-Stück einbauen. So wird das Ganze sein. Es muss aber nur 6 mm sein, weil wir haben hier 8 mm, passt nicht. Also passt schon, aber ist nicht gut und es ist nicht Messing. Also habe ich jetzt einen bestellt, 6 mm Messing. Wird das Ganze runtergehen, hier rein und dann zum Kompressor, T-Stück, zum Turbo. Also haben wir beides dann versorgt. Dann bauen wir schnell Rücklauf. Das heißt, wir machen den jetzt erstmal schön sauber. Bohren da durch, Rücklauf rein
Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen zu schweißen. Und dann bauen wir das wieder ein. Okay. Dann haben wir das auch schon, geil. So, wie wir das Ganze schweißen, natürlich, ein Loch sollte nicht zu sein, ne? Sonst haben wir ein Problem. Sonst können wir nochmal bohren. Wir müssen jetzt einmal gucken, dass der dicht ist, weil im eingebauten Zustand ist schlecht, weil dafür müssen wir mal die Achse runternehmen oder Motor hochheben. Kein Bock bei dem. Also werden wir jetzt einmal Rauch drauf geben und gucken, dass der hier dicht ist. Gleich schön sauber machen. Natürlich, wenn du Azubi fragst, holt er natürlich das Beste der Besten der Besten der Besten. Isolierbänder, die es gibt. Ja, genau, ich wollte schon sagen, hast du überhaupt solche noch irgendwo gehabt? Aber von denen. Das ist immer das, was du suchst eigentlich. Hier, guck mal. Wo kommt das Rauch? Nee, also das sieht auf jeden Fall dicht aus, das ist gut. Also ich hatte ja Probleme gehabt beim Schweißen gehabt. Ich habe ja diese elektrische Helme, ne? Das ist das letzte Scheiß, ehrlich. Weil jedes Mal, wenn ich schweißen muss, sehe ich nichts, weil Batterie leer ist. Oh nein. Und ich habe mir voll einen weggeholt. Ehrlich, ich konnte ganz halt nicht sehen. Ich so, weißt du, ich will ein Schmelzbad sehen, ich sehe nichts. Da dachte ich, hä, okay, dann habe ich den probiert, gar nichts. Also alle. Und was waren war? Mein 20 Jahre altes Helm musste hinein. Will er nicht mehr. Ach nee, das ist zu viel. Zu viel Öl? Das ist zu viel Öl, deswegen macht er das nicht. Guck mal. Jetzt kommt da das raus. Hm? Jetzt geht's. Ja. Wenn ihr zu viel reinmacht, dann funktioniert das auch nicht. Hier, und da halten wir mal fest. Kein Rauch, ne? Siehst du was? Super. Okay. Oh, aufpassen, hier ist Babyöl, ne? Nicht, dass ihr abrutscht. Jetzt weiß ich auch, warum die Dompipe so bescheiden aussieht. Weil ich da auch schon Probleme hatte. Ich hoffe mal, die Leitung reicht jetzt. Ne? Die kannst du so richtig schön festmachen und kannst sie dann immer noch bewegen. Ah, lecker. Morgen. Krauli, Krauli. Ibo hier super Arbeit geleistet. Ich habe schön alles schön sauber gemacht. Perfekt sieht das doch aus. Natürlich kriegt er ganz anderes Öl, klar. Wenn wir auf 10W60 300V gehen. Hier werden wir sauber machen und dann kommt eine Thermoisolierung hier hin. Das werden wir später rausnehmen, Klimaanlage. Aber diese Halterung bleibt. Warum, werdet ihr später sehen. Ölwanddichtung ist drin. Jetzt schauen wir mal, ob das passt. Aha. Aha, okay. What is this? Guck dir das mal an. Wahnsinn. Augenmaß hier, ne, würde ich sagen. Ja. Merkt man, dass ich schwitze? Ich dachte, Alter, das Ding ist zu kurz. Aber perfekt, haben wir echt gut gemacht. Wir hätten auch ein bisschen hier rüber machen können, ne? Aber das wäre perfekt. Schön, den können wir festmachen später. Der passt. Okay, die Turbo muss ja auch noch ein bisschen runter und so, ne? Alles gut. Super. Rücklauf haben wir, jetzt machen wir nur noch Vorlauf. Guck mal, wir haben sowas geholt. Aber weißt du, was ich geil finde?
6 mm Durchmesser und solche Schellen. Kann man machen, ne? Wir werden Ohrringe nehmen zum Zusammenkneifen. Perfekt. Guck. Das ist. Oh, guck mal, der kommt doch auch nicht raus, ne? Das ist geil. Genau so. Zack, hier ein Ohrring rein. Das ist geil von Gino, oder? Zack. Drauf. Kennst du das, Ibo? Hab ich das nicht gesehen. Ja, das ist extra, wenn du so Achsmanschette machst oder so. Ja, zum Achsen. Okay, das ist geil. Das ist einfach nur Wahnsinn. Weil wir haben hier Öldruck drauf von ein paar Bar. Ja. Da müsste das schon perfekt sein, ne? So. Kannst kein bisschen bewegen. Sehr schön. Ja, ich könnte den auch ausbauen eigentlich, ne? Aber der Fuzzi ist heute mal faul. Boah. Brutal fest, lieber. Da drehst du nichts mehr, du. So, Ibo, dann wird der so gehen und hier würde ich sagen, das ist eigentlich mal nicht schlecht so. Und wir könnten den direkt so verbinden. Ne? So verbinden, Schelle drauf. So sieht das Ganze jetzt aus. Darf jetzt nicht mehr rauskommen. Der sieht gut aus, Ivo. Den, die Ummantlung, können wir später wieder drauf machen. Jetzt können wir den wieder zusammenbauen. Super. Boah, man merkt, dass der neu ist. So. Lieber Riemen drauf, kontrollieren nochmal. Ölfilter habe ich ja da, Ölfilter wechseln. Thermoisolierung, kommt ja unser Turbo. Das heißt, hier wird es heiß und hier wird es heiß. Ne? Unsere Domepipe muss ja so hier durch. Wer kann das so gut machen wie du, Aidosch? Ich? Ja. Klebearbeiten sind genau mein Ding, meinst du, hä? Ja. Die Frage ist, also ich würde von da drunter gehen und dann würde ich das so hinschneiden, dass ich da drunter bleibe einfach und ein bisschen so auch die Wand hier mitmache. Und ich trinke meinen Kaffee. Ich meinte, ich arbeite weiter. Jetzt weiß ich, wie sich bei Man in Back diese Leute fühlen, wenn die geblitzdingst werden. Ich habe mir Batterien gegönnt, ne? Nicht eine, zwei Packungen, damit ich meine Helme natürlich schön aufladen kann bei diesen elektrischen Helmen. Leider konnten wir das nicht, weil die falsch sind, die Batterien, die ich gekauft habe. Ja, also musste ich wieder mit meinem Oldschool-Helm schweißen und ich konnte nicht richtig sehen. Also ich habe ja immer noch Probleme von gestern. Dieses Gerät von Stahlwerk kann ich euch empfehlen. Das ist der 200 ST. Die Lambda-Sonden haben wir fertig. Eidosch ganz fleißig schon hier. Ich gebe mein Bestes. Sieht ein bisschen so, ich muss versuchen, alles so zuzukriegen, aber ich bin jetzt kein Profi oder so. Ne? Hallo, das sieht doch gut aus. Ey Leute, das sieht doch gut aus. Kommt, sagt mal hier. Wehe, einer sagt was Falsches. Wehe. Geh mal kurz weg, Eidosch. Oh, das sieht gut aus. Ja, weiß ich nicht. Schön an der Seite vielleicht gleich. Vielleicht soll ich Polierer werden. Jetzt bin ich gleich hier. Ne? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas einmal macht und dann sagt ihr, ey, ich bin Profi geworden, ich kann das. Guck mal, ich gebe dir Tipps jetzt. Ne? Guck mal, wenn du die Folie machen willst, dann machst du das so. Aber aufpassen, die Spitze musst du ganz leicht abschneiden, weil sonst klappt das nicht. Ne? Glaub mir, ich habe Erfahrung. Kennt ihr diese Leute, wenn die einmal was machen? Ich bin nicht so. Aidosch ist nicht so. Wow, Aidosch. Und? Das sieht richtig gut aus. Also, ne? Aidosch hat die Kanten, Mann, alles super gemacht. Hier wird die Dompipe, also Turbo wird ungefähr hier stehen, die Abgasseite und dann so runter. Aidosch, ganz schnell, Akku geht leer, wie war's? Ja, was sagen, das ist richtig einfach zu machen. Du kannst Folie, du kannst kleben, du kannst selber schneiden, zurechtschnibbeln, also hat super funktioniert. Ja, hast du echt gut gemacht, Aidosch. Dankeschön, kriegt man auf jeden Fall bei KDS, genau, werde ich unten verlinken. Beim nächsten Mal bauen wir den Motor zusammen. Leute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kraft. Bis dann noch rein. Ciao, Aidosch, Dankeschön.